Baby. Gut, dass ich es aufgenommen habe. Wir machen jetzt ein kleines Sparring und dann reden wir noch so ein bisschen über Unternehmertum in den Pausen. Mal schauen, was rauskommt. Aber entspannt bleiben, Kai, ne? Ganz entspannt. Round 1. Und dann die Doppeldeckung. Mach dich groß, Kai. Ja, groß. Ein bisschen aktiver, Kai. Ein bisschen aktiver. Und sauber. Sehr schön. Also ein kleiner Tipp für junge Unternehmer, die starten möchten. Mein größter Tipp an dich ist, mach's einfach. So blöd, wie es klingt. Wenn du eine Idee hast, du kannst nichts verlieren. Kai hat es bei uns im anderen Video gesagt. Auch hier beim Sparring. Es kann ja nichts passieren. Vielleicht tut es mal weh. Aber am Ende aller Tage ist die Frage, ob du es einfach machst, loslegst und deine Idee in die Umsetzung bringst. Round 2. Arbeit, Kinder, und jetzt raus. Doppeldeckung zumachen. Zumachen wieder. Ja, mein Tipp ist absolut anschließend an Jörgs Tipp. Du musst auf jeden Fall an dich glauben. Und wir in der Softwareentwicklung kennen das sehr, sehr gut. Es gibt sehr gute Testmethoden. Also das heißt, du kannst in einem kleinen Markt einmal testen, ob deine Idee funktioniert, bevor du Vollgas drauf gehst. Also gerade wenn du irgendwie festen Job hast, kannst du es sehr, sehr gut nebenbei immer testen, gucken, ersten Kunden gewinnen und dann Vollgas. Round 3. Jetzt kommt dann zu Uber, Tür und mach was du mit deiner. Komm, Fahrertyp auf dich, jetzt kannst du es kalt. Komm mal, jetzt werden Champions gemacht. Let's go. Ganz wichtiger Tipp für euch. Gerade wenn ihr Unternehmen startet, sucht euch die richtigen Berater. Du kannst nicht alles alleine, glaub's mir. Ich bin auch Unternehmensberater, Finanzberater. Ich habe einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt. Wenn du alleine machen willst, wenn du alles alleine machen willst, ich bin auch ein bisschen außer Atem, das wird in die Hose gehen. Such dir einen guten Steuerberater, einen guten Rechtsanwalt, der gehört dazu. Einen guten Unternehmensberater, einen guten Finanzberater. Glaub mir, dann wird das Unternehmen auch fliegen, 1000%, weil du vier Leute hast, die neben dir stehen und das Ganze mit dir tragen. Viel Erfolg dabei.